Dies ist die Insel des Islams, eine virtuelle Welt auf der Website Second Life. Die Besucher können hier auch nach Mekka pilgern, durch die heilige Stadt spazieren und selbst in einer ihrer Moscheen beten. Mitarbeiter der religiösen Website islamonline.com haben das Programm entwickelt. Das Wichtigste für uns ist es, den Muslimen zu zeigen, wie sie die Wallfahrt richtig machen. Das zweite Ziel ist es, Nichtmuslimen den Hadsch und den Islam im Allgemeinen zu zeigen. Bisher kommt dieses Programm bei Nichtmuslimen in der ganzen Welt sehr gut an. Beim virtuellen Hadsch in drei Dimensionen bekommen Gläubige einen Vorgeschmack auf die echte Wallfahrt. Für Nichtmuslime ist dies sogar der einzige Weg nach Mekka, denn ihnen ist der Zugang in die Stadt verboten. Manche Leute waren nicht überzeugt, dass wir Zeit und Energie auf etwas Virtuelles verwenden sollten. Sie hatten Angst, dies könnte die Leute von der Realität ablenken. Aber wir hatten schon Erfahrung im virtuellen Bereich und wussten, dass die Idee gut ankommen würde. Die Website ist interaktiv. Wenn virtuelle Pilger sich treffen, können sie sich mit anderen Nutzern austauschen. Und nicht zuletzt können theologische Fragen gestellt werden. Viele Leute haben falsche Vorstellungen. Ich versuche, die Sachen klarzustellen, ihnen die wahre Botschaft des Islam zu zeigen und Muslimen wie Nichtmuslimen vorzuführen, wie man den Hadsch macht. Tausende Menschen gehen jeden Tag auf die Website und derzeit legen die Nutzerzahlen deutlich zu. Denn die tatsächliche Wallfahrt wird in diesem Jahr überschattet von der Angst vor der Schweinegrippe.